Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Slowenian Farmer. Heute mit uns der liebe Basti und der liebe Olli. Hallo. Hallo. Mahlzeit. Basti? Na, ich bin krank. Abstaublungen. Aha. Würdest du ein bisschen zu den Tieren gucken, dass sie genug zum Essen haben und vielleicht das Milch verkaufen fahren? Das sagst du mir. Ich mit einem leeren Magen soll die Tiere füttern. Ja. Da futtert den Tieren alles weg. Du kannst dir da noch einen Hirn schnappen und. Du darfst dir einen Futternapfschnapp nicht dazusetzen. Hier läuft ein Steak rum, oh, hier läuft ein Sauerbraten rum, oh, ich bin im Himmel. Gulasch und Roulade auch da? Roulade, ich bin im Himmel. Soll ich wirklich das machen? Ja, wenn du Lust hast, bitte. Achso, du hast die Tiere nicht vorher durchgezählt, oder? Natürlich habe ich. Ja, es könnte sein, dass er vielleicht ein paar fehlen gleich. Aha. Basti, brauchst du vielleicht Hilfe? Ich könnte Hilfe gebrauchen, ja. Boss, hast du das gehört? nein. Was denn? Basti braucht Hilfe. Aha. Ich hab doch so Hunger. Ich wollte nur Basti helfen. Aha. Ja, kannst du ruhig. Kein Problem. Und du weißt dann hier weiter? Hm. Basti, da ist was foltern. Mhm. Nein, ich mach das schon, Boss. Nein, ich mach das. Keine Angst. Ich werde auch nicht. Nee, ich lasse die Tiere auch in Ruhe. Ich vertraue da auch nicht. Irgendwas ist da faul. Nichts ist faul. Auch der schwarze Mann, der Boss aus der schwarzen Nacht auf. Ja. Ich tu nur füttern, ich mach nichts. Nein. Sicher. Also wirklich, passt. Ist das so schlimm? Ja, Hunger, ja. Ja. Jetzt haben wir ja wenigstens das alte Brot relativ pünktlich gekriegt. So zwischen 18 und 20 Uhr. Mhm. Aber heute ist ja sogar schon das Mittag ausgefallen. Die Mittagsscheibe. Da merkt ihr es, der Besuch ist weg und schon, da müssen wir wieder ranklotzen. Das ist auch klar. Ja, beim letzten Mal, wo noch der Besuch da war, hat er da wollte auftischen, hast du nicht gesehen. Ja, ne? Ja, und jetzt, Besuch ist weg. Also ich dachte, der Hanich hat nur Gepäck geholt. Holen gehen. Ich glaube, der weiß wohl, wie sich da Pfeffer läuft. Wie der Hase tanzt. Mhm. Er hat die Chance noch ergriffen. Wir sind gleich mit Gepäck gekommen, das war der Fehler. Wir konnten nicht nochmal Gepäck holen. Eieieiei. Das kannst du laut sagen.
Aber ich kümmere mich mal um die Tiere. Okay. Dank. Jo. Jetzt kann ich mir so ein bisschen Weizen noch von den Hühnern abzweigen. Wie bitte? Nein, ich hab nichts gesagt. Also ich hab gesagt, er soll schön den Weizen verteilen für die Hühner. Weil die mögen das doch so zu picken. Großflächig, ne? Eieiei. Also wirklich. Ja, ja, geben die. Ja. Hab ich schon gesehen, ja. Du hast doch schon gekostet. Ja. Wir haben die Eier schon gesehen. Aha. Also wenn wir hier fertig sind, dann das dauert nur ewig. Naja. Du bist ziemlich ein bisschen schneller wie ich, ja. Würde ich sagen. Bin gleich da. Hast du jetzt gehört? Ich arbeite schneller als der Chef. Aha. Und trotzdem kriegst du nichts dafür. Nö. Ich hab das jetzt mal als Lob also, aufgefasst. Das ist nicht wahr. Dass ihr nichts kriegt. Ja, wo ist denn unser altes Brot heute? Als Abendbrot? Zu Hause? Warte, ich geh gucken. Moment. Ich bin gleich wieder am Haus. Ist die Türe zu? Ich komm nicht mehr rein. Die Tür ist zu. Ja, toll. Also, ich hab nicht abgeschlossen. Ja, Tür ist zu. Ich komm nicht rein. Hat er überhaupt eine Klinke von außen dran? Er hat nicht abgeschlossen, er hat sie bloß zugezogen. Ja, ja. Reicht doch. Reicht doch schon. Da ist nur so ein Türknauf. Da ist keine Klinke. Tja, Kreditkarte, oder Bankkarten, Krankenkassenkarte, Personalausweis hatten wir ja mal. Hätte man das ja vielleicht sogar aufmachen können, wenn es nicht zugeschlossen ist. Ja. Aber es liegt alles in dem Haus, abgenommen. Also jetzt übertreibt ihr aber ein bisschen. Ein kleines bisschen. Maja, was machen deine Welpen? Ja. Bring es mal auf den neuesten Stand. Also, sie sind, die Kleine ist bei uns, die anderen sind erst bei den neuen Besitzer. Okay. Also, ich muss sagen, die sind sehr zufrieden, bis jetzt. ja. Also wir haben da schon ein paar Fotos gekriegt von den Kleinen. Also sind frech, aber so richtig. Schön. Das ist schön. Ja. Haben sie also eine gute Kindererziehung gehabt? Kinderstube? Ja, würde ich sagen, ja. Wir haben Hunger. Okay, dann gehen wir essen. Endlich mal Ruhe mit diesen. Was sagst du doch bloß, weil es geklingelt hat? Nein. Du jetzt das gutes Bild beim Abmoderieren lassen willst. Ja. Aber.
Wir sind am Ende dieser Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr die Folgen guckt. Wir würden auch uns sehr freuen über Likes und Kommentare. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.